Zieh, zieh. Was? Ich höre nichts. Okay, Beeilung. Sie kommen! Ich weiß! Oh, schnell! Boah. Alter. Du hast da was am Schuh. Ich weiß ja noch nicht, wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus. Und Marie, glaubst du, bist ihn? Ja, das ist ihre Meinung. Wie kam's zu dem Biss? Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte, wenn man sich an die Regeln hält. Ich kann an der Werkbank meine Waffe. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Naja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum gebissen. Das ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ich kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bis zu. Und so kam das. Verstehe. Ach so, okay. War Marlene bei dir, als das passierte? Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Ja, Alter, einen Schuss finden, Alter. Hätte sie fast. Wie es ihr wohl geht? Ich sagte doch, alles wird gut. Machen wir mal Magazinkapazität bei der 9mm. Pistole. Ach, Alter, eine Schussfolge. Ich würde sagen, wir machen das nur dies voll. So, okay, da brauche ich ein Werkzeug. Okay. Kann man als voll mal. Das ist nicht schlecht. Okay. Was ist da? Was ist da, Schätzchen? Pillen. Wie viele Pillen haben wir eigentlich? 10. Brauche ich nur gar nicht davon. Und hier kommen wir raus. Munition. Und Revolver. Cool, nichts drin. Ja, schau, das ist ein Schütteltasche. Schüttel. Wir kommen auf jeden Fall weiter. Au, Scheiße! Sorry, das war ich. Tess. Sorry. Komm, bleib da bei mir. Elli. Elli. Alkohol. So, jetzt können wir endlich mal ein Messer machen. Endlich mal nach 10 Stunden. Ein Messer kann manchmal leben. Echt? Das ist schon praktisch, so ein Messer.
Muss man mal klar erwähnen. Oh, Mist! Was ist das hier? Ein altes Museum. Die Sachen hier sind Jahrhunderte alt. Wirklich? Wow. Ja, mit einer alten, halb zerfetzten USA-Flagge. Wieso eigentlich nicht? Wieso nicht? Messer! Messer, Messer. Nein, noch nicht Messer. Da kommen wir her. Ja. Machen. Zum Teufel ist das. Das ist Napoleon oder was? Keine Ahnung, irgendwo auf der. Aus einer Revolution halt. Irgendein Holzchen. Weiß nicht wer. Los, 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 los! Scheiße! Ich lebe! Ich werde außen rum gehen! Wir sind hier! Tess! Renn! Renn! Scheiße! Der kann ich auch nicht durch. Mendo! Mama! Mama! Tess! Es sieht irgendwie nicht so wirklich nach Tess aus. Würde ich mal so sagen. Wurf ein Ziegel oder eine Flasche auf einen Klicker, um ihn zu betäuben, okay? Das muss ich mal jetzt mal ausprobieren. Ah. Mann, ey. Boah. Junge, das geht ja gar nicht. Was ist die für ein Scheiß? Eine Staff für ein neues Messer, wie auch immer. Tess! Dann müssen wir wohl alles altmodisch irgendwie improvisieren. Irgendwie halt. Da ist eine. Da ist noch eine. Wie soll das gehen ohne Messer? Ne? Wenn ich schieß, lock die alle an. Ja.
Boah, beim letzten. Was ist denn das? Also, mit Boxen komme ich da irgendwie nicht wirklich weiter. Da ist ein Messer. Wieso sag ich das nicht gleich, ne? Also wenn ich Klicker mit einer Flasche betäubt, kann ich den nur mit. Das gibt's ja nicht. Das gibt's nicht. Also ich muss unbedingt nah genug an denen dran sein, um den hier einen verpassen zu können. Beim Boxer-Ding da. So geht's nämlich. Jetzt haben wir einen Monitor. Ein Infizierter. Oder halt, ja. Ja, infiziert. Mein Gott, hey. Infiziert sind sie alle, aber ihr wisst schon, was ich meine. Halt, so ein Runner oder wie die heißt. Keine Ahnung. Hier ist offensichtlich Kantine oder sowas. Und eine Schere. Ich habe. Oder eine Klinge, ich habe trotzdem immer noch zu wenig. Leider. Eine Flasche. Können wir gut glauben. Meine Freunde betäuben. Ich habe echt hilfreich, wenn man weiß, die kann man betäuben mit dem Flaschen. Einfach mal sagen. Nur die Frage, wir können wo Tess und Ellie sind, ob die noch am Leben sind, wo die sind.